ein Meister, wie sind deine Gefühle jetzt gerade? Ja, doch. Sehr geil, weil sie alle freuen und weil sie alle verdient haben. Ich glaube, dass wir der verdiente Meister sind. Wir haben sehr viel gelitten und heute freuen wir uns alle. Ja, die Mannschaft ist einfach großartig und sie haben sich jeder Einzelne unglaublich verdient und endlich sind sie belohnt worden. Hast du die ganze Saison daran geglaubt, dass das heute so ist, wie es heute ist? Naja, wir haben immer an die Burschen geglaubt. Ja, aber heute haben wir gesagt, dass wir unsere Hausaufgaben machen müssen. War ja schwer genug. Und ein herzliches Danke an Dornbirn, weil sie einfach uns unterstützt haben. Und jetzt sind wir dort, wo wir hin wollten, die ganze Zeit, endlich in der ersten Bundesliga. Du bist Trainer der Saison, was bedeutet das? Ja, das ist natürlich eine Auszeichnung für alle. Du brauchst als Trainer, ein gutes Trainerteam, du brauchst die Spieler, du brauchst die Betreuer, das Umfeld. Und das ist da einfach ja, optimal für mich. Und natürlich Freude, das ist eine persönliche Auszeichnung. Aber wichtig ist das da, nicht meine Auszeichnung. Okay, und jetzt ab zum Feiern, danke. Ja, wir feiern sicher sehr, sehr lange. Meisterkapitän, gratuliere. Wie geht's da? Lass uns an deiner Gefühlswelt teilhaben. Ja, hab's jetzt schon viel gesagt. Ich kann das gar nicht beschreiben. Eine gewisse positive Lehre einfach da. Es war einfach heute, ja, so wie die ganze Saison einfach auf und ab. Aber ich habe immer gesagt, wir schaffen das, Jungs. Ich habe geschafft, ihr schaut runter, wir haben uns das verdient. Und am Ende musst du umstehen. Es zählt nicht, was ein Spieltag vor Ende ist. Es zählt, was dann am 30. Spieltag ist. Und jetzt stehen wir da. Und sind in der Bundesliga, ich glaube, es ist, ja. So, wie es jeder vorgestellt hat, aber ja, das kann man sich immer schwer vorstellen. Jetzt ist wirklich das Eintreten einfach wunderschön. Yeah, yeah. Gratuliere ganz herzlich. Wieder ausgescored, wieder was spielentscheidend. Was sind deine Gefühle jetzt? Na ja, wirklich. Jetzt, wir haben keine Worte vor diesem Moment. Fußball ist unglaublich. Wir gewinnen heute und auch unsere Hilfe war perfekt, wirklich. Wir warten lange Zeit vor diesem Moment, wir Aufstieg, Titel und dann, ja, Bundesliga. Schüssi, du bist jetzt Sportdirektor von einem Bundesliga-Verein. Was sagst du dazu? Unfassbar. Ich kann es auch nicht glauben. Ich bin so stolz auf die Mannschaft, weil der Spielverlauf heute war wieder mal so eine in die Goschen für uns alle. Und dann so eine zweite Halbzeit. Sowas abzuliefern, nie aufzugeben, das hat uns eher die ganze Saison schon auszeichnet. Und heute in so einem Spiel, wo der Druck so unfassbar groß ist. Also Hut ab vor allen, die da heute am Platz waren, neben dem Platz waren, Trainer, Betreuer. Heute ist das Spiegelbild dessen, was wir für ein Verein und was wir für eine Mannschaft sind. Lass uns an deiner Gefühlswelt teilhaben jetzt. Ja, unglaublich. Ich glaube, so ein Meistergefühl kann man nicht beschreiben. Das ist ganz was Spezielles. Auch was Neues für mich. Ich bin ja noch nie so richtig Meister geworden in der Profiliga. Und dass wir das so mit so einer Spannung dann am Ende nur schaffen, das ist schon richtig geil. Gratuliere! Bleibst du bei uns? Bester Spieler in der Liga, hallo! Um das geht es jetzt halt nicht. Heute fahren wir alle gemeinsam und dann schauen wir weiter. Gratuliere ja zum Spieler der Saison. Hast du mit dem noch gerechnet? Ja, das ist mir scheißegal. Das Wichtigste ist, dass wir Meister sind. Natürlich ist zusätzlich für mich nur eine coole Sache. Aber ich freue mich, dass wir Meister sind und wir werden heute richtig feiern. Ja, es war unglaublich so, weil schwierig ins Spiel gestartet. Ja, dann ein frühes Tor in der zweiten Halbzeit, das war wichtig. Ja, und dann zieht das halt so dahin. Für mich war es schwierig, weil ich bin gerade ausgegangen, es ist gerade da passiert, war schön. Und auf der Bank sagen sie 1-0, aber dann das 1-1 und dann zieht dann ist schier, aber ich glaube, man sieht, wie viel es jedem bedeutet. Einfach schön. Comrades, you did it! You did it! We did it! What are your feelings now? My feeling? Yeah. Look at this! This is the feeling! Yeah. Incredible, amazing. Amazing, crazy. It's my first title. Yeah? So yeah. Amazing. Perfect. Yeah. And we will meet again next season. Yeah. You will repeat and we are here. For sure. Good luck for everything. Danilo, wir sind Meister, was sagst du? Ich habe kein Wort. Das war nur für Tino. Ich habe da gekommen wegen Tino. Ich will, dass jeder Fans zufrieden mit Tino ist, weil er war immer hinter uns, er wächst zu unserem Konkurrent. Aber ich muss ihm verdanken, weil ich da wegen ihm. Danke. Ich bin so sprachlos.
Es ist einfach nur so verdient. Es ist so verdient. Wir spielen nächstes Jahr Bundesliga. Oh ja. Und wir haben uns das Scheiße verdient. Ja. Mit der Leistung heute und mit der ganzen Saison. Der ganze Verein, die ganze Stadt. Wir spielen Bundesliga nächstes Jahr. Ich kann nicht mehr dazu sagen. I'm so excited! I'm so excited! You're very excited, huh? And I can't hide it! I don't know what to say, it means sprachlos! It means sprachlos! Wir haben das geschafft! Ja. Wir haben das geschafft! Das ist genau so! Ja. I don't know. Ja. Ich bin einfach überwältigt. Ich glaube, die letzten 5 Minuten auf der Bank nur mit den Tränen gekämpft. Ja, und jetzt sind wir wieder oben und ich brauche einfach nur, um das zu verarbeiten und dann, weiß ich nicht, fange ich wieder zum Rennen wahrscheinlich, aber ja, das ist einfach unglaublich. Jetzt haben wir es endlich geschafft. Es sind so viele Spieler dabei in der Mannschaft, die was es einfach verdient haben, dass sie oben spielen. Und ich freue mich einfach riesig für uns, für alle, was da dabei sind, für die Fans. Und jetzt genießen wir einfach die nächste Zeit und dann, weiß ich nicht, alles ist gut. Ich kann nicht mehr. Gehen wir in die erste Liga mit euch da am Platz, hey! Gehen wir! So geht die ganze Liga so! So geht die ganze Liga so! Richtig, richtig! So geht die Liga, die Liga Liga so! So geht die Liga, die Liga Liga so! Unvorstellbar! Wann wusste es, wer vor 3,5 Jahren gesagt hätte, dass wir das am Punkt schaffen? Einzug Donaupark und Bundesliga, das glaubst du nicht! Blaue, es ist unpackbar! Jawohl! Lass uns ein wenig an deiner Gefühlswelt teilhaben. Karl! Einen, den wir vermissen werden, ist der Peter. Aber Peter, ich meine, diese Gefühle, die überwältigen uns jetzt alle, gell? Also es gibt keinen geileren Abschluss. Hey Jungs, Mädels, alle, die blaue Hessen Bomber, sie kommen! Gratuliere, du bist jetzt Geschäftsführer von einem Bundesliga-Verein wieder. Ja. Was ist deine Gefühlswelt jetzt gerade? Ja, Wahnsinn. So unglaublich. Unglaubliche Emotion. Freue mich riesig. Gratuliere. Aber in erster Linie für die Mannschaft, für den Trainer, für die Fans. Wahnsinnig große Freude. Unglaublich. Aber ich muss sagen, jetzt schwitze ich auch ordentlich. Ja, ja. Lieber Herr Präsident im Herzen, deine ersten Worte zum Thema Wir sind Meister. Ja, es war sehr nervenaufregend. Wir sind dem Deutschen gefolgt, anscheinend. Und ich habe es aber auch gehofft, dass es vielleicht nur so ausgehen kann. Und muss sagen, aber wir haben uns das auch verdient. Wir haben immerhin zweimal den GRK geschlagen und auswärts. Also ich glaube, über das Jahr waren wir sicher die bessere Mannschaft. Dankeschön. Und ich freue mich schon sehr auf die Bundesliga im neuen Stadion. Alexander Schwerster wird jetzt in wenigen Momenten, ist es soweit, den Keller. Wir kennen ihn schon, aber heute ist er ganz, ganz viel besonders wert. An unseren Kapitän überreichen. Meister der zweiten Liga 2022.